So. Hallo, liebe Nachtschattenwechsel. Ich sitze hier mit Billy Andrews, auch als The Dark Tenor bekannt. Wir sind heute in Bochum. Das ist der zweite Termin der aktuellen Tour, zumindest was die Deutschland-Termine angeht. Ja, und wir haben uns gedacht, nachdem wir letztens mal per Zoom gesprochen haben, jetzt können wir noch mal einmal eine Runde persönlich quatschen und ein kleines Update dazu machen. Hallo Billy. Hallo, wie geht's? Ja, mir geht's gut. Dir soweit? Auch sehr gut. Wir hatten gestern eine ganz tolle Premiere in Nordhorn, ausverkauft, und freue mich ganz riesig auf Bochum heute Abend, Leipzig morgen. Bochum ist ja sowas wie so ein kleiner Dark Tenor Hotspot, und bin schon sehr gespannt, wie es heute Abend wird. Ja, wir sind ja auch in der Christuskirche, ist ja eine ganz besondere Location. Ja. Du hast hier bestimmt schon mal gespielt, oder? Ich glaube 5 oder 6 Mal. Okay. Ja. Und ich sag mal, wie ist dann die Atmosphäre im Vergleich zu einer normalen Konzerthalle? Ist das vergleichbar? Die Kirche bringt natürlich ihre eigene Atmosphäre mit, ist ganz klar. Ich habe aber als Jugendlicher sehr, sehr viel Zeit in Kirchen verbracht, im Dresdner Kreuzchor als Sänger. Und von daher sind Kirchen für mich auch irgendwie, auch als Nichtgläubiger, immer wieder ein sehr schönes Zuhause, zu dem man zurückfindet. Ja, also ich freue mich sehr drauf. Und die Akustik ist, glaube ich, auch nochmal eine ganz andere. Die Akustik ist eine andere, da kann man jetzt drüber streiten, ob man die besser oder schlechter findet. Wir sind ja mit der Rockband, ich bin mit der Rockband unterwegs, und da haben wir natürlich Schlagzeug dabei und alles, was irgendwie auch laut sein kann. Und das ist naturgemäß in der Kirche immer etwas ein bisschen schwieriger, aber also mein Tonmann Mive ist auf jeden Fall immer glücklicher über einen Konzertort, der nicht so viel Hall bietet. Glaube ich, ja. Also aus der Sicht kann ich es verstehen, weil ich weiß, aus Fotografensicht, ich war auch schon hier das eine oder andere Mal, ist dann das Licht zum Beispiel wieder ein ganz besonderes. Ja, genau. Ganz anders, das macht viel, viel her. Auf jeden Fall. Generell, unser letztes Gespräch ging ja, oder war ja das Thema, da hast du die Tour so ein bisschen versucht zu pushen und nochmal zu sagen, dass du es wirklich durchziehst. Es war ja alles im Zuge von Corona und den ganzen Sachen noch recht unsicher. Wie angespannt warst du jetzt in den letzten Wochen, was das Thema angeht? Gar nicht. Also die Tournee hat sich seit Anfang Oktober sehr, sehr gut entwickelt, und bin total froh, dass jetzt alle zu den Konzerten kommen. Hab ein neues Album angekündigt, was ja ohnehin geplant war, und hab dann immer mal so ein bisschen rausblicken lassen, was da in diesen neuen Songs auch passiert, und dann ging das mit den Ticketverkäufen, ohne dass wir wirklich viel gemacht haben am Ende des Tages, sehr, sehr zügig voran. Und wie gesagt, also die gesamte Tour wird entweder komplett oder nahezu ausverkauft sein. Und das sind insgesamt, glaube ich, 15 oder 16 Termine in Deutschland. Ja. Schlicht. Das hatte ich auch schon mitgekriegt, also einige sind ja komplett ausverkauft, andere, da ist ja noch ein Restkontingent, ich glaube auch heute an der Abendkasse, aber nicht mehr. Ja, also wir sind hier jetzt irgendwie bei, ich glaube, es gibt dann am Ende des Tages noch irgendwie so 30 Tickets oder so. Also wir sind sehr knapp dran. Gestern waren mehr als 100% verkauft, also der Veranstalter irgendwie gesagt, wir haben 110% verkauft, also aber auch nahezu, also 95% oder so, was wir heute Abend haben, das ist dann, kann man dann auch schon als ausverkauft gelten lassen. Ja. Wenn man jetzt bedenkt, genau, gestern ist ja ein guter Vergleich, das war ihr wart wie gesagt in Paris, aber das waren jetzt quasi die zwei ersten Shows, die fast ohne Corona-Maßnahmen. Paris konnte ich nicht spielen. Ach so. Nee, weil ich selber Covid-19 hatte. Ah, und alles gut. Es war eine etwas besondere Situation, weil ich war auf einem Kreuzfahrtschiff im Oman. Und in den Arabischen Emiraten und habe da quasi Covid-19 bekommen und musste isoliert werden. Wir haben Konzerte gespielt auf einer dieser Kreuzfahrtschiffe, was auch sehr viel Spaß gemacht hat. Und wodurch auch die Ticketverkäufe übrigens angezogen sind, ganz witzig. Und ich muss sagen, es hätte einen fast nicht schöner treffen können mit Isolation, weil also es wird für einen gekocht, man bekommt das Essen, man ist irgendwie mehr oder weniger in der Sonne. Die ersten 3 Tage waren richtig, richtig heftig. Ich hatte richtig krasse Nierenschmerzen, konnte mich gar nicht bewegen und die krassesten Halsschmerzen, die ich jemals hatte in meinem ganzen Leben. Aber das hat sich alles erledigt. Long Covid ist kein Thema, keine Müdigkeit oder so. Aber Paris mussten wir leider dann auf nächstes Jahr verschieben. Ja. Ja, lustig ist das falsche Wort, aber das erinnert mich daran, dass im letzten Interview meintest du noch, dass alle um dich herum schon Covid gehabt haben und du tatsächlich noch nicht. Genau, genau so war es. Genau so war es. Und dann habe ich mich wahrscheinlich entweder am Flughafen irgendwo angesteckt oder auf der Reise, auf dem Schiff, da ist man ja auch sehr eng zusammen irgendwie. Also irgendwo da wird es passiert sein. Ne? Mittlerweile, wo eben so wenig Maßnahmen sind, da wird es ja jeden irgendwann früher oder später mal treffen, kann man nicht von ausgehen. 100%.
Gut, aber trotzdem zu dem Thema, dann war das gestern eigentlich die erste richtige Show, ja, ohne Abstand, ohne Masken, ohne alles, was... Genau so ist das. Hat sich das nochmal besonders angefühlt im Vergleich zu früher, vor Covid, oder war das jetzt einfach wieder so, endlich wieder das alte Gefühl? Ich war gestern tatsächlich viel mehr damit beschäftigt, dass die Premiere gut durchläuft. Bei der ersten Show gibt es immer mal so Sachen, die sich noch ein bisschen einruckeln müssen. Das wird heute Abend schon ganz anders sein. Aber grundsätzlich habe ich das Gefühl gehabt, dass die Menschen auf jeden Fall erleichtert waren, endlich wieder Konzerte so zu genießen, wie sie es vor der Corona-Pandemie konnten. Und es war auch ein Stück weit so, als ob das nie existiert hat. Also die Menschen haben sich sehr frei bewegt und haben sich auch nah aneinander bewegt. Ne? Ich weiß noch, wie das war, als dann gesagt wurde, ja, jetzt ist es wieder möglich, dass man sich zu mehr treffen kann und dass man dann wieder auch mehr Nähe. Und da war man immer noch so ein bisschen vorsichtig. Ich war bei meiner Mutter zum Beispiel auch vorsichtig, weil sie ein bisschen älter auch ist. Wollte ich nicht, dass da irgendwas schief geht und so. Aber das war schon gestern ein sehr besonderer Abend. Und genau, also für mich das erste Konzert wirklich, bei dem die Menschen so nah beieinander wieder sein konnten. Es war schön. Glaube ich. Ich freue mich auch auf heute Abend. Ich bin ja auch dabei und werde noch ein paar Fotos machen. Sehr gut. Das war aber dann auch das erste Konzert mit Eclipse zusammen, die ja jetzt dein Support sind. Und richtig. Wie ist nochmal die Sängerin, die ihr noch macht? Lenka Graf. Die ist auch irgendwo hier schon, denke ich mal, unterwegs, ne? Weiß ich nicht. Okay. Ja, ich glaube, die kommt 16 Uhr oder so. Okay. Mhm. Wie war das denn? Also du hast ja gesagt, ihr wollt auch zusammen auf die Bühne. Da muss jetzt natürlich nicht verraten werden, was ihr genau performt. Das sollen die Leute natürlich entdecken. Aber wie hat sich das angefühlt, mit denen zusammen zu spielen und zusammen zu performen? Es hat sehr viel Spaß gemacht. Also erstmal, Eclipse ist eine ganz fantastische musikalische Reise. Finde ich mega geil. Es macht sehr viel Spaß, denen zuzuschauen und zuzuhören. Total viel Power und Energie in den Mädels. Und die dann mit auf meiner Bühne zu haben, ist natürlich großartig. Zum einen sind sie bei den zwei Songs, die mit Lenka gesungen werden. Da ist ein Duett mit mir und Eclipse und Lenka dabei. Und Lenka singt nochmal einen eigenen Song mit Eclipse und meiner Band. Und dann sind Eclipse auch nochmal bei einem neuen Song von meinem neuen Album dabei, welcher aber erst nächstes Jahr veröffentlicht wird. Aber wir spielen ihn schon auf Tournee. Ja, cool. Also das heißt quasi, wer kommt, kriegt auch schon mal einen exklusiven Einblick wieder. Definitiv, in das neue Album. Genau, und das ist natürlich das nächste Thema, das wir dann definitiv ansprechen sollen. Ziemlich genau jetzt, also wir haben quasi 12 Uhr das Interview begonnen, ja, ist der Vorverkauf gestartet. Hab genau, richtig. Ne? Richtig. Es soll ein Jubiläumsalbum sein. Ist es. Ist es, genau. Ohne jetzt gerade, wie gesagt, es ist immer schwierig, nicht zu viel und nicht zu wenig zu verraten, aber was kannst du jetzt schon mal weiter sagen, was die Leute erwartet, was du vor ein paar Wochen oder zwei Monaten noch nicht, ja, sagen konntest, wolltest. Ja. Es gibt natürlich eine kleine Zeitreise durch die Geschichte von The Dark Tenor. Wir gehen jetzt ins 10. Jahr. Ich finde es ganz schön, nicht das 10. Jahr, das 10-Jährige zu feiern, wenn man dann 10 wird, sondern in das 10-Jährige Jahr rein zu feiern, so wie man das vielleicht zum eigenen Geburtstag oder zum Neujahr machen würde. Und nur, dass wir hier das Feiern auf ein ganzes Jahr ausdehnen, statt dass wir nur einen Tag feiern am Ende. Wir haben also eine schöne Zeit vor uns. Es wird ab jetzt jeden Monat bis zur Veröffentlichung am 18.08. einen neuen Song geben, eine neue Single inklusive Video aus diesem neuen Album. Es gibt eine CD, kann man auch hier sehen, es gibt einmal die CD mit 15 Songs. Unter anderem sind bei diesen 15 Songs auch Neuaufnahmen vom Dark Tenor Hit oder An die Freude, Beethoven Hit, Dark Tenor Hit, oder An die Freude, was richtig, richtig geil wird. Heute ist auch das Weihnachtslied erschienen, Millionen Sterne. Das erste rein deutschsprachige Weihnachtslied oder rein deutschsprachige Lied auch unter der Dark Tenor Flagge. Also schön streamen da draußen, wenn ihr Bock habt auf ein schönes Weihnachtslied. Und nächsten Monat kommt auch schon die nächste Single, nämlich Paradox, einer meiner absoluten Favoriten von diesem Album, nämlich am 6.1. als Neujahrsgeschenk letztlich. Sehr gut. Genau. Du hast gerade auch schon angesprochen, Weihnachten. Wir haben jetzt quasi gerade, hat die Adventszeit begonnen. Was bedeutet dir Weihnachten? Wie feierst du das, wenn du sagst, bist du jetzt gar nicht so religiös? Ich liebe Weihnachten. Also für mich hat Weihnachten nichts mit Gläubigkeit zu tun, sondern für mich ist es eine Zeit, in der alle ein bisschen enger zusammenrücken und auch wenn es vielleicht nicht einen Grund dafür geben sollte, aber die ganze Atmosphäre und
ne, die ganzen Lichter da draußen und die Weihnachtsmärkte und auch die Kälte, die entsteht draußen, vielleicht ein bisschen Schnee dazu. Ich liebe die Weihnachtszeit ohne Ende. Ich finde das ganz, ganz toll. Ich verbringe die Weihnachtszeit mit Freunden. Jetzt verbringen wir die Weihnachtszeit natürlich auf Konzerten, mit eigenen Konzerten. Wir haben ein Weihnachtskonzert jetzt in Kassel beispielsweise. Wir haben nächste Woche ein Weihnachtskonzert in Dresden, in Berlin, im Kesselhaus, worauf ich mich schon sehr freue. Ja, total schön. Und dann natürlich die Zeit mit der Familie. Wir feiern ja amerikanische Weihnacht am 25. Genau das wollte ich nämlich fragen. Du hast ja amerikanische Wurzeln. Ja. Also welche deutschen und welche amerikanischen Traditionen spielen da jeweils bei euch eine besondere Rolle? Wir haben im Dresdner Kreuzchor natürlich die deutsche Weihnacht immer gefeiert, mit Vesper abends zweimal in der Kreuzkirche und dann am nächsten Morgen die Christmette um 6 Uhr morgens in der Kreuzkirche. Ne? Da stand dann also so ein Billy im Engelskostüm mit einer Kerze und so weiter und so fort. Also da, dieses Krippenspiel halt. Und das war also diese deutsche Weihnacht, aber eigentlich haben wir immer diese amerikanische Weihnacht quasi bevorzugt, wo der Weihnachtsmann durch den Kaminsims und so weiter den Keks und die Milch isst und trinkt und die Stockings befüllt. Und der als allererstes wach ist am 25. weckt alle anderen auf und dann geht's an die Geschenke. Allerdings musste meine Mutter vorher immer auch eine Tasse Kaffee haben. Kann ich gar nicht verstehen. Nee, nee, nee. Ich war immer der Erste, der wach war. So, und das ist auch heute noch so. Also ich bin auch hier, wenn wir hier mit dem Bus irgendwo ankommen, bin ich der Erste, der unten sitzt und schon arbeitet. Okay, das ist interessant, weil das auch und passt eigentlich ganz gut. Ein Thema quasi zum Abschluss, weil du hast ja eigentlich eine sehr geile Fanbase, muss man einfach mal sagen. Also ja. Ne, das habe ich schon mehrfach festgestellt, die auch dich pushen, die dich auch ja. Mal alles freuen, was du machst und so. Und dementsprechend ist so ein Tag für dich auch langweilig, wenn du dann Meet & Greets machst. Richtig. Ne? Erstens mal, was musst du tun, um diese ganze Fanbase wirklich zu pflegen und wann wird es auch anstrengend für dich? Also ich finde Fan-Community ist der Grundpfeiler, auf dem jeder Künstler aufbaut. Natürlich gibt es zum einen die Kunst und die Musik, die sich mit den Menschen da draußen verbinden soll. Im Optimalfall ist es so, dass das, was ich bei dem Song empfunden habe und warum ich ihn geschrieben habe, auch sich mit dem Fan verbindet oder dem Zuhörer verbindet und dann ähnliche Gefühle entstehen oder ähnliche Lehren daraus gezogen werden können. Ne? Man kann sich immer so ein bisschen dran festhalten. Und das ist für mich eine absolute Ehre, wenn so ein Song Teil des Lebens von jemandem werden kann. Denn ähnlich wie es mit Gerüchen zum Beispiel ist oder Geschmäckern, ist es so, dass Musik einen wirklich ein ganzes Leben lang verbindet. Und wenn man so ein Lied hört, nach 10 Jahren mal wieder, man sich emotional in diese Zeit zurückversetzt fühlt, ja, weil dieses Lied einen so begleitet hat. Und also Teil des Lebens eines anderen zu werden oder Tausenden von Menschen da draußen, ist für mich eine absolute Ehre. Und natürlich muss man sich ein kleines bisschen irgendwann abgrenzen, so, weil vor allem auf Tournee sind die Tage sehr lang. Ich stehe 5 Uhr morgens, 6 Uhr morgens auf, fange an, meine Sachen zu machen. Bin also jemand, der morgens sehr, sehr gerne arbeitet auch. Gehe, wenn ich in Berlin bin, auch so 10:30 ins Bett. Also kriege ich auch schon so meine 7,5-8 Stunden Schlaf, wenn man es so rum betrachtet. Aber hier auf Tour bin ich wirklich den ganzen Tag auf Achse und deswegen haben wir auch die Meet & Greets vor der Show und nicht nach der Show, weil es sich für mich, weil ich mich so besser fokussieren kann auf die Menschen zum einen und weil ich mir ein kleines bisschen mehr Zeit nehmen kann. Weil wenn man dann nach einer Show quasi dann doch nochmal so 50, 60, 70 Menschen hat, die gerne Autogramme wollen oder ein Foto und so weiter und so fort, man will sich Zeit für die nehmen, ist man einfach viel kaputter, als wenn man das einfach vorher macht und dann ja auch noch die Freude zum Konzert irgendwie hat. Ne? Stimmt. Und wie hältst du das dann durch so einen langen Tag? Also was machst du, um fit zu bleiben? Und vor allem abends entscheidend ist ja auf der Bühne gut zu performen. Ja. Was sind da dann Geheimnisse? Vor der Show, 2 Stunden vor der Show nichts mehr essen. Das ist eine. Das heißt, Mittagessen ist für mich die letzte große Mahlzeit, dann gibt es noch einen kleinen Snack. Ich trinke den ganzen Tag lang nur heißes Wasser, kein Kaffee und auch kein Tee, sondern wirklich nur straight heißes Wasser und versuche mich von Weizen und Zucker, grundsätzlich Zucker sowieso, aber Weizen fernzuhalten. Und das resultiert dann wiederum in, es klingt alles sehr technisch, aber als Sänger beschäftigst du dich mit deiner eigenen Stimme, du beschäftigst dich damit, was dich am fittesten macht und du beschäftigst dich auch damit, was deine Rekuperationszeit der Stimme am besten macht. Man muss sich das so vorstellen, wir schlafen ja nicht in
unserem großen Bett, in 2x2 Meter Bett, was wir zu Hause haben, mit einer großen Comfy-Decke und man kann dann quer liegen und dann liegt der Hund vielleicht noch irgendwo da, der ihn morgens abschlägt, sondern wir schlafen in relativ schlanken Betten, die auch sehr gut sind im Bus. Das ist alles total gut im Nightliner. Aber es ist, die Klimaanlage ist die ganze Zeit an. Die Klimaanlage muss an sein, weil einfach viel Luftfeuchtigkeit entsteht, wenn da so 16 Menschen in so einem Bus sind. Und die Klimaanlage ist der natürliche Feind des Sängers. Ne? Trockene Luft. Und entsprechend muss man sich da pflegen und viel warm singen und viel daran arbeiten, dass es alles geschmeidig bleibt. Viel heißes Wasser, das ist für mich einfach einer der Schlüssel überhaupt. Und nach der Show esse ich noch eine Avocado, und gesunde Fette in den Körper zu kriegen und auch noch mal ein bisschen Energie, die man verbraucht hatte auf der Bühne, und das war's. Das klingt auf jeden Fall sehr diszipliniert. Ja, aber das Resultat ist ganz einfach, dass man einfach eine viel, viel bessere Zeit hat. Also ich persönlich, ich habe einfach für mich persönlich das Erlebnis, dass ich dann alles viel, 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 viel besser genießen kann. Ich bin nicht so müde, ich bin nicht so träge. Ich gehe auf die Bühne, ich kann eine tolle Leistung darbieten. Ich muss keine Angst haben, dass die Stimme versagt. Ich singe ja auch sehr viele, sehr hohe Dinge, die da so passieren. Und das jeden Abend, dann ist es draußen kalt, dann kommt man ins Warme und geht wieder raus ins Kalte. Und das sind halt alles so Dinge, die man verhindern kann, wenn man sich einfach gesund ernährt und dann jeden Tag, oder also heute nicht, aber gestern zum Beispiel auch Sport macht jeweils. Ja. Gut, und ganz kurz, deinen Hund hast du gerade erwähnt. Ja. Der hat ja beim letzten Interview sich auch kurz mal eingeschaltet. Wenn du unterwegs bist, wer kümmert sich darum, beziehungsweise... Meine Mutter. Okay. Also genau, der ist jetzt gerade in Dresden bei meiner Mutter. Die hat ein Haus, die hat einen Garten. Beide lieben sich abgöttisch und deswegen ist das auch okay. Er freut sich auch, wenn er wieder zu mir nach Hause kommt. Das auf jeden Fall, und ich mich auch. Aber grundsätzlich ist er sehr, sehr gut da aufgehoben. Also wäre keine Option, den mit auf Tour zu nehmen? Nein, auf gar keinen Fall. Okay. Nee, also das ist... Das würde sicherlich irgendwie gehen, aber es ist A, nicht hundegerecht so, B, ist einfach viel zu tun, und das würde einfach nicht so gut funktionieren. Und also der Hund ist einfach, Gizmo ist bei meiner Mutter einfach viel, viel glücklicher im Garten und viel, viel glücklicher im Haus hoch und runter zu rennen, und meine Neffen sind dann sehr häufig da, weil die den auch lieben, und deswegen hat er eigentlich immer Beschäftigung, und wenn ich wieder da bin, hat er wieder Beschäftigung mit mir in Berlin, und so ist er quasi so ein kleiner Reisefamilienhund geworden, der aber auch seinen ganz steten und klaren Plan hat. Sehr schön. Ja, wunderbar. Ich glaube, dann haben wir ganz viel jetzt durchgesprochen. War auf jeden Fall ein tolles Interview. Danke. Hast du noch irgendwas, was du den Fans mitgeben möchtest jetzt spontan? Ich hoffe, euch gefällt das neue Album auf jeden Fall. Das ist jetzt das Kernthema sozusagen für mich. Wir haben kommendes Jahr zur Veröffentlichung am 18.8. und 19.8. zwei große Open-Air-Konzerte, bei denen wir die Veröffentlichung des Albums feiern. Und auch hier im Hintergrund ein kleines bisschen sehen. Einmal in Gelsenkirchen, das größte Dark Tenor-Konzert ever. Da passen so 4000 Menschen rein. Die Tickets gibt es ab jetzt auf Eventim exklusiv. Gibt es da die Standardtickets, und ab dem 7.12., das ist Mittwoch, gibt es auch Gold- und VIP-Meet-and-Greet-Upgrades bzw. Tickets auf meiner Homepage exklusiv. Also wenn ihr möchtet, dann da auch gerne die CD mit Ticket nochmal günstiger und so weiter und so fort. Alles ab dem 7.1. Aber Standardtickets, wenn ihr jetzt schon kaufen wollt, sehr gerne auf Eventim. Sehr schön. Ja, dann lieben Dank. Dank dir auch. War schön, und ich sag mal, bis zum nächsten Mal. Ciao.